Moin Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Nein, Rook, den mehr The Gentleman. Und Jungs, ihr möchtet nicht gegen die Klippe segeln. Ja, eben gerade hatten wir schon mal ein ganz klein wenig weiter den nördlichen Atlantik erkundet. Und hier hat er uns gerade rausgeschmissen. Dann gucken wir noch mal hier runter zu Fort de Sable. Von wo aus machen wir das? Ich glaube, das machen wir von hier aus. Ich glaube, das ist eine streckenoptimierte Route. Öffnen und trimmen! Ich sagte bitte nach Fort de Sable. Da haben wir ja früher noch nicht geschaut, ob wir da schon alles erkundet haben. Und wenn auch dort alles erschlagen ist, dann würde ich mal weiter uns orientieren Richtung River Delta. Nein, hatten gerade ein paar Runden Dirt 4 gefahren. War auf jeden Fall mal wieder ein lustiger Spaß. Aber ich glaube, letztendlich von der M nicht ganz unspektakulär. Ja, auch hier gibt es zwei, drei Dinge, die wir erkunden können. Das ist doch was Feines. Dann versuchen wir mal unser Glück. Ihr wollt doch wohl nicht hier aufmucken. Ach, Freunde. Lustiges Loch. Sagen, die haben Munition für mich. Gemeinheit. Get down now. Krawum. Dein Freund wird auch nicht viel länger leben. Hat einer von euch Ammo? Natürlich wieder nicht ordentlich ausgestattet.
der Jost und der pennt auf seinem Posten. Return to the ground. Das war sogar ein richtig tiefer Sturz für ihn. Stop you! Stop! Let's have a word, dolt. War das? Sprich, Freund und tritt ein. Okay, wenn ich alle Templerkreuze beisammen habe, dann kann ich mir die Rüstung schnappen. Ansonsten haben wir hier noch hier unten die Burschen. Stop you! Hey, hold this hand! Freundchen, gehört, dass du hier rumsitzt, dich langweilst. Get down now. Dass die Jungs immer denken, dass sie so schlau werden. Dann mal dahin in die Richtung laufen. Stop! Time to die.
Moin, Freunde. Halt! I need time to fight. Hey, hold it. I'll need short words. Da hinten müssen wir doch eigentlich schnell hinkommen. Gemeinheit. Einheit. Was kommt? Wenn du da hinten rumläufst, das soll mir auch recht sein. Ihr seid der Meinung, dass ihr mich halten könnt, Freunde? Stop! Let's have time to dance, sir. Psst, nicht so schreien. Sonst noch irgendwas, was groß freischaltbar ist? Eigentlich nicht wirklich. Du dürftest wahrscheinlich ein bisschen Ammo für mich dabei haben. Und natürlich haben wir dort kein bespringbares Gebüsch. Oh, er hat immerhin Ammo. Damit haben wir doch schon mal auch hier ein bisschen schönes Zeug
erledigt. Buckelwal und Schwertwal. Dann fahren wir mal ganz kurz den Buckelwal an. Und dann harponieren wir doch mal ein klein wenig. Da ist die Beute! Das war nicht getroffen. Festhalten! Achtung! Er zieht! Ja, wo zieht er denn? Er wird schwächer! Seht ihr was? Jo. Genau so. Ruhig sich jetzt das ein. Tätig jetzt. Damit hätten wir auch ihn harponisiert. Eine gute Ausbeute, Sir. Fahren auch gleich nochmal den Schwertfall an. Und schön, dass das Schiff im Hintergrund am Rotieren ist. Guter Schuss, Captain! Guter Schuss, Captain! Wir nähern uns heim! Tauchst du wieder auf. Das war wohl ein Wurf direkt in das Gehirn. Seht euch das Riesen!
Aufstand! Aber die Armwale. Gut gemacht, Captain. Hält die Segel. Und mit diesen Bildern würde ich dann erstmal jetzt Richtung River Delta segeln. Denn dort geht es ja zum einen mit der Storyline, zum anderen auch mit der Erkundung dann weiter. Okay, das möchte ich hier noch nicht. Müssen wir doch hier hinten in der Nähe beim weißen Hai. Das parkt ja auch einfach mitten im Wege. Dann schlachten wir gleich noch das Schiff aus und fahren weiter. Das ist wiederum relativ uninteressant. Das Schiff. Da ist der Schleicher! Auf zur Jagd! As we were fishing, the haze were all night. When the wind blows, we'll all pull together. Er ist da drüben! Genau so! Ruhig jetzt! Es geht los! Das war ein schöner Wurf. Das schmeckt ihm nicht! Und damit hätten wir mal wieder einen weißen Hai. Eine gute Ausbeute, Sir! Wie gesagt, für uns geht es dann erstmal Richtung River Delta. An dieser Stelle würde ich dann jetzt erstmal einen Cut machen.